Fast schon wieder vergessen, das Mikrofon zurückzuklappen. Ich habe ein bisschen unterbrochen dem Ganzen und muss auch jetzt noch mal kurz rauswischen. Weil ja gleichzeitig rendere ich ja hier fleißig die letzten beiden Destiny 2 Folgen. Wir sind zurück bei The Awesome Adventure of Captain Spirit und wir haben ja anfangs unser Zimmer ein bisschen angeguckt. Jetzt gucken wir mal auf diese Umgebung hier. I could pick up all the beer cans so könnt alle Bierdosen einsammeln, um sie zu recyceln. Okay, warum? God damn, you're on fire. Warum tue ich das denn dann nicht, wenn ich das kann? Oh, Papa geht einkaufen. Also da steht drauf Zucker, Papier, Batterien, Kaffee, Bier, Milch, Barbecue-Chips. Okay, wir müssen schmecken. Wir fügen aber natürlich noch Eiscreme hinzu. Let's see. Mal sehen, was brauchen What wir? Do we need? Käse, Makaroni, oh. It's early. Es ist was früh. Aber ich könnte den Makaroni für Papa machen. He's too lazy. Er ist zu faul und isst nichts. Nee, mach mal nicht. Ich trinke besser die magische Milch. Ja, haben wir ja schon. Oh, Glück. Ja, die sind nicht mehr gut. Die können wir wegwerfen. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ah, Abfall. Da gibt es wieder so eine Supermüll. Puff, die furchtbaren Gründinger wurden ins All geschossen. Supermüll. Okay. Was haben wir noch? Postkarte. Ich habe hier noch nie einen Biber gesehen. Beaver Creek, the best damn town in America. Die beste Dammstadt, also die beste Stadt mit einem Damm eigentlich, ne, in Amerika. Beaver Creek. Ah, ist wie einfallsreich, ne? Das ist typisch amerikanisch, die sind immer so einfallsreich. Oh Gott. Okay, wieder Superpaar. Megaspülung. Ansehen. Das Geschirrbord, eindeutig eine Megaspülung. Ja komm, dann geben wir denen eine Megaspülung. Ja, für die Kamera war klar. Jesus, what was that? Himmel, was war das? Was zum Teufel machst du da? Jetzt gar nichts machen ist aber irgendwie nicht die richtige Lösung. Eigentlich müsste er, wenn er schon nichts sagt, das Geschirr, also die Splitter beseitigen. Aber ja gut. Maybe I could cook something Vielleicht for kann that. Ich etwas für Papa kochen. Na. Klebrige Bierdosen. Die schmeißen wir mal weg. Er hat schon drei von diesen großen Dosen. Kein Wunder, dass ich den Eindruck hatte, er hat schon einen im Kahn. Wegwerfen oder... Entschuldigung. Pulverisieren. Natürlich pulverisieren. Die Bierdosenmonster darf nicht wiederkehren. Seriously? Ernsthaft? Das war jetzt aber eine schwache Leistung. Also das konnte ich in dem Alter auf jeden Fall schon mal Bierdosen zerdrücken. Bei mir waren es natürlich Cola-Dosen. Nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Also groß wie der ist doch 10, oder? 10, 8, 9. Das sieht, wenn er da Frühstück gemacht hat. Garagenschlüssel. Den können wir nehmen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir wissen ja nie, wozu wir den brauchen. Wie kann man das Inventar öffnen und schließen? Okay, das hätten wir uns schon fast gedacht. Alufolie, das würde einen guten Helm abgeben. Okay,
Okay. Wo ist denn das Telefon? Chris, answer the phone, please. Okay, that's a good start. Wo ist denn das Telefon, Alter? Ich wohne hier nicht. Aha. Ah, da. Hello? Good morning, sir. Guten Morgen, Sir. Wie geht es Ihnen an diesem wundervollen Morgen? Okay. Hey, who is that? Hey, wer ist das? Who keeps calling? Wer ruft ständig an? Ich weiß nicht. Who is this? Wer spricht da? Danke der Nachfrage, junger Mann. Mein Name ist Derek und ich bin ein stolzes Mitglied der Kirche des universellen Auferstehens. Ich würde dir und deiner Familie gerne von Jesus erzählen, einen rechtschaffenen Herrn und Erlöser. Unsere Kirche möchte nur, dass du und deine Liebsten den Heiligen Geist teilen. Geist? We're just watching the game. Wir gucken uns nur das Spiel an. Danke immer daran, dass der Herr auf dich aufpasst. Sag deiner Mutter und deinem Vater doch, um ans Telefon zu gehen. Well, nun, I have to ask first. Ich muss zuerst fragen. Chris, mit wem zum Teufel redest du da? Jesus ist aufgehängt worden. Chris. Chris, das sind die wichtigsten Nummern für dich und auf deiner Liste. Oh ja, klar. Bravas Pizzeria, Reynolds, Papa Sandy. Okay. Das war klar. So, also wir haben einen Helm. Den haben wir uns zwar schnell so gemacht mit Schokoriegel an der Seite, glaube ich. Ne? Ich weiß es nicht, was es ist. Sieht aus wie Schokoriegel. Papa ist gerade egal, ob ich online gehe. Okay, dann gehen wir online. Das ist mein Hotdog Man. Schließen Sie sich der Revolution an. Wollen Sie mit Hotdog Man spielen? Machen Sie ein Foto von Ihrem Kind bedeckt mit Senf und schicken Sie es uns. Es gibt jeden Monat viele exklusive Hotdog Man Spielzeuge zu gewinnen. Was gibt es zu gewinnen? Im Ernst? Schicken Sie uns Fotos von Ihrem Kind, bedeckt mit Senf? Pädophil oder was? Aber der Currywurst da oder so? Oh nein, ist schon wieder so ein Visa-Witz. Ah, nicht nett. Nehmen Sie Ihre Zukunft ernst. Werden Sie heute ein Immobilienmakler. Unser 10-wöchiger Kurs bietet alles, was Sie brauchen, um mit dem Verkauf von Häusern zu beginnen und Ihre Träume wahr werden zu lassen. Lisa Evena ist die Nummer 1 Immobilienmakler im Nordwesten, trat auf der NPR auf und wurde zur besten Maklerin 2015 gewählt. Klicken Sie hier, um sich anzumelden und 10% Rabatt zu erhalten. Wow, holt er uns wieder Tickets? Bester Papa aller Zeiten. Sei ein Held auf der HeldenCon 2017. Komm vorbei. Portland HeldenCon 2017. HeldenCon 2017. 15. bis 17. Januar. Portland City Center. Über 1000 Gäste, Events und Händler. Sei ein Held. Registriere dich heute. Das wäre toll, im Frachtzug mitzufahren. Choo-choo. Von NW Railway @TR an Mitch. An alle Angestellten. In jüngster Zeit erhielten unsere Außenstellen Beaver Creek mehrere Beschwerden über Teenager, die widerrechtlich in Züge in der Gegend springen. Diese Personen haben einen gewissen Ruf im Nordwesten, also lassen Sie sich nicht auf eine Konfrontation ein. Sollte Ihnen ein Problem oder eine Situation begegnen, die diese Gruppe involviert ist, melden Sie dies umgehend Ihrem Vorgesetzten. Falls Sie Fragen haben, sollten, kontaktieren Sie mich bitte per E-Mail oder innerhalb meiner Bürozeiten. Vielen Dank, Mike Stevens, Betriebsaufsicht Northwest Railway Wing. Oh, those are Dad's pages. Das sind Papas Seiten. Stat World. Suche Spieler, Teams, Saison, Punkte, Index, Schachtaufstellen. Login, registrieren. Vorhersagen, Spieler von A bis Z, Spieler, Statistiken 2016, 2017, Tabelle. Ja. Kann man hier noch was machen? Weil das war ja so sinnvoll wie, ja. Lieber Charles, wir wollten dich nur wissen lassen, dass du und Chris uns viel bedeuten. Ich weiß, das Leben ist hart, seit Emily von uns gegangen ist. Aber wir sind immer noch eine Familie und wollen, dass
dies auch so bleibt. Das schließt auch ein, dass Chris die Fürsorge erhält, die er in diesem zarten Alter braucht. Wir waren immer ehrlich mit dir, also sieh unsere Sorge bitte als ein Zeichen unserer Liebe, so wie du unsere wundervolle Tochter geliebt hast. Wir haben von einem Freund gehört, dass du in einer Kleinkunstschlägerei verwickelt warst, die Polizei dich aber nicht verhaftet hat. Gott sei Dank. Bitte achte auf dich selbst. Kommen wir auf den Punkt. Wir wollen dir helfen und hoffen, dass du es uns erlaubst, über das nächste Jahr hinweg auf Chris aufzupassen oder wie lange auch immer du brauchst und dass du in eine Selbsthilfegruppe beitrittst. Grandma and Grandpa Oma und Opa sind so cool, aber ich würde Papa nie verlassen. No way, I'm ever leaving Dad. Wir verurteilen dich in keiner Weise und zeigen nur, dass uns etwas an dir liegt, indem wir diesen wunderbaren Sohn unser Heim und unsere Liebe anbieten. Ein Brief mag unpersönlich erscheinen, doch wir möchten, dass du ohne Druck nachdenken kannst. Bitte verzeih, wenn du glaubst, wir haben unsere Grenzen überschritten. Es geht nur darum, wie sehr wir dich und Chris lieben. Wir sind für euch beide immer da. Tja. I'm sure ich bin mir sicher, ich kann meinen Rekord in Musterparty 2 knacken. Okay. Aber das darf? Ich brauche einen PIN-Code. Wie lautet er? Fuck you, keine Ahnung. So, eine Superheldenfigur. Was kann man denn hier noch machen? Mann, hier gibt es so viel zu anklicken. Ich wünschte, ich hätte mit Mama wandern gehen können. Geheime Wanderpfade Oregons. Laura Bora und Dave Draven. This has to be Mom's. She liked art. Okay. Teen Spirit, Seattle 1990 bis 1995. Mark Jefferson. Das muss Mama sein, sie liebte es dunkel. Das sieht eher aus wie, naja. Ja. Kein Kommentar. Foto. Frage mich, warum Papa nicht mehr mit Nick rumhängt. Westerlandpark. Sorry, Papa. Tut mir leid, Papa, das ist Krieg. Ja, auf Papa schießen, glaube ich, kommt nicht so gut. Das gibt Ärger. Das sollte ich mir ansehen. Cities of the Pain, 50 Western Movies to die for. Okay. Also Städte des Schmerzens, 50 zum Sterben, gute Westernfilme von Miguel Fresca. Ooh, that looks scary. Das sieht gruselig aus, das sollte ich lesen. Die Nachtschatten-Tagebücher von Tiffany Rock. Aha. So, was haben wir denn noch? Hier können wir anscheinend uns nichts ansehen. Ich bin schon fast froh, wenn wir uns das nicht ansehen können. Oh yeah! Yeah, look at the scoreboard, motherfuckers! Alright! Wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, würde ich ihm beim Spielen zusehen. Er sieht so anders aus in seinem Basketball-Outfit. Tja, die Helden von früher sind die Versager von morgen. So lächelt Papa gar nicht mehr. Gewinnermeisterschaft 2005. Ist auch schon 10 Jahre her, ne? Und naja, seine Frau ist gestorben. Konnte einen Einfluss darauf haben. Papa war so beliebt. Naja, ich glaube, ich weiß ja nicht, wie alt der Junge ist, aber ich glaube, das ist auch schwer zu verstehen. Vielleicht möchte Papa stattdessen ein Anime gucken. Naja, das glaube ich nicht. Nein. Also ihn darauf anzusprechen, ich bin halb erfroren, ich muss ein Feuer machen. Ob es ein E, nein, Scheit hinzufügen, das machen wir auf jeden Fall. Goodbye, Log. Jawohl, Holzschnitt. Jetzt brenne. Brenne! Okay.
alles klar. Mir geht's gut. Ooh, oh, sieht aus, als wäre Marty Rex hungrig. Ah, das könnte ihm stören, wenn ich jetzt hier spiele. Ich glaube nicht, dass Papa die liest. Die nimmt er nur von der Arbeit mit. Boxcar, die Frachtzeitschrift für Zugreisende. Die Erde auf Schienen. Poeten in einem Zug nach San Francisco. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, außer die Alkoholflasche liest er gar nichts. Warum trinkt er das, wenn es ihn bloß wütend macht? Gute Frage, nächste Frage. Das ist noch eine Dose, die kommen aber nicht. Ich dachte eben, da wäre noch ein Tag gewesen. Ich könnte auf der Couch sitzen und mir das Spiel mit Papa angucken. If he sees me. Falls er mich überhaupt bemerkt. Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Papas Zimmer betreten, warum nicht? Ah, noch mehr leere Bödosen. Wer überrascht das jetzt? Ich bin froh, dass Papas Mamas Parfüm aufbewahrt hat. Das riecht genau wie sie. Ja, das stimmt. Das ist so ein schöner Erinnerungstouch. Hoffentlich kann ich in diesem Sommer wieder mit Papa trainieren. Ich frage mich, wie lange die Mutter schon tot ist. Das sieht nicht gut aus. Ein Schlüssel. Ich weiß, die Zeichnung ist Müll, doch es ist cool, dass Papa sie aufgehängt hat. Oh, ich finde, so schlecht ist sie nicht. Light on. Licht ein. Licht aus. Oh, das Rätsel im Geheimschlüssel ist gelöst. Wir nehmen den mal. Man weiß nicht, wozu man den brauchen kann. Yes. Ich habe nicht den Eindruck, der Vater wird den vermissen. Mama und Papa ließen mich immer bei sich schlafen, wenn ich Angst bekam. Ja, er alleine jetzt wahrscheinlich weniger. Papa spielt Mamas Platten nicht mehr so oft wie früher. Ja, es tut halt weh, ne? Oh, eine Automatik immerhin. Ja. La 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 schöne 3G-Decke mit dem Strich an der Decke, das ist ja toll und die zerrissene Tapete mit dem Bild, was nicht mehr da hängt und überhaupt ganz schmuddelig alles, ja, tolles Lied, so, genug die Lizenz. Ey yo, Homies, ich hätte das als Rap-Version machen können, ne? I love listening to Mom's old records. Ich liebe es, mit Mamas alte Platten rumzuhängen. So, wir hören die Musik ja eh nicht. Wenn ich in der fliegenden Festung rauche, breche ich den Superheldenkodex. Ich finde, Rauchen an sich ist ja schon, ne, das Brechen des Superheldenkodex. Damit kann ich eine coole Rüstung erstellen. Okay, dann tragen wir doch das. Yes. Ja, das beschützt mich absolut vom Mantroid. One more piece and I'm almost done. Noch ein Stück und ich bin beinahe fertig. Sorry, man muss ja zwischendurch mal trinken. Shoot. Mist, das ist zu weit oben für mich. Ja, wir sollten uns hier zügig mal umgucken, weil solange das Spiel läuft, wird er definitiv nichts sich beschweren, wenn wir hier uns umgucken. Papa war so wütend auf die Polizei. 10. April 2015. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meine Anrufe und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie oder die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger
und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. Okay. I remember Dad yelling. Ich erinnere mich, dass Papa oft ans Telefon geschrien hat. 28. September 2016. Mr. Charles Erickson, obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass ich all meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Mit freundlichen Grüßen, Mick Collins, Privatdetektiv. Jeez. Wow, Papa hat viele Briefe geschrieben. 20. Januar 2015. Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen von Astral Drive und Mental Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen, außer sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Mit freundlichen Grüßen, Barbie Brazamonte, Verkehrsüberwachung. Okay. Verkehrsunfall würde ich mal wieder. Müsste man ja eigentlich sagen. So, eigentlich. Ah, den Schrank haben wir noch. Careful of booby traps. Achte auf Fallen. Oh, wir können den Schrank mit Schlüssel öffnen. Kiste ansehen. Wow. Wow, Papa hatte Fans, als er in der Schule gespielt hat. Ja, mit Sicherheit. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hammer. That's scary. Das ist gruselig. Versinkt Ihr Leben im Alkohol? Sie sind nicht allein. Wir helfen. Wir können Ihnen helfen. Kontaktieren Sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise verfügbar. So we moved, wir sind also umgezogen, weil Papa das Haus nicht bezahlen konnte. So that ein Mist. 12.06.2015. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Erickson, unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerungen und Zusicherungen versäumt haben. Obwohl wir die Situation als jeden Hausbesitzer verstehen und Sympathie für diesen empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir Ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten Sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit Ihnen klären zu können. Mit freundlichen Grüßen, Clamp Immobilien. Dad got fired. Papa wurde gefeuert. Da hat er angefangen, bei der Bahn zu arbeiten. Schulbezirk. Sehr geehrter Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät Ihr Vermächtnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für Ihr aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass Sie in der Zukunft Erfolg haben. Mit freundlichen Grüßen, Schulinspektor Mangun, Schulbezirk Sunny Creek. Das klingt nicht gut. Aber jetzt haben wir immerhin Hintergrundinformationen. Oh mein Gott. Papa hat mir wirklich eine neue Playbox gekauft. Das kann nicht sein. Naja, wenn er für die Bahn arbeitet, verdient er ja gut. Dad used to always talk Papa about hat immer this von diesem Basketball erzählt. Mm. Papa hat mir nie gesagt, dass er eine neue Freundin hat. Friend? Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst. Wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein. Ich weiß, es geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste
dir das einfach sagen, dass du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach. Daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht vom Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin Auda. Oh. Tänzerin? Okay. Sollten wir den Schlüssel drauf stecken lassen? Tja, wir können nichts anderes damit tun. Yuck. Igitt, die Hose muss gewaschen werden. I swear, ich könnte schwören, Papa trägt sie jeden Tag. Na, heute ja nicht. Nur die neomagnetische Wellen meiner Reinigungsmaschine können diese Hose jetzt noch retten. Ich bin zu alt, um meine Größe zu markieren, oder? Oh, finde ich gar nicht. Also, 11 Monate 2008, 2 Jahre 2009, 4 Jahre 2011, 5.3.2011, 5 Jahre 2012, 6 Jahre 2013, 9.10.2013, 7 Jahre 2014. So, er ist jetzt ein gutes Stück größer. Also ich glaube, ich liege da mit meinem Altersschätzung von 10 Jahren gar nicht so verkehrt. Außerdem ist man nie zu alt, seine Größe zu markieren. Ein Faustabdruck, okay. I've never seen Dad. Ich habe Papa noch nie so wütend gesehen. It really scares Er macht mir echt Angst. Es macht mich echt Angst. Ja, der hat seine Wut definitiv nicht unter Kontrolle. So. Lecker Bananensaft. Weil dieses Jahr der einzigste deutsche Let's Play, in dem live echter Bananensaft getrunken wird. Ich kann das nicht oft genug sagen. Willkommen bei Wield. Heute haben wir die Ehre, einen Interview mit dem tollsten Superhelden der Welt zu führen. Captain Spirit. Hallo Beaver Creek. Captain Spirit, wann glaubst du, dass Mantroid besiegen wirst? Mantroid ist ein Wiesling und ein Feigling. Er kann sich nicht verstecken, aber er kann nicht weglaufen. Wir hätten berichtet, dass er ein Team aus Superschurken versammelt. Do you have any message Hast du eine for them? Nachricht für sie? Wir vergeben ihm was nicht. Ich werde Mantroid vernichten. Ich finde, das ist die richtige Aussage. Kicking in his ass. My message is that Mantroid will never win. And I will find you. Ich werde dich finden und dich vernichten. Yes, ja, genau das will die Stadt hören. Yehu, das ist meine Aufgabe. Und deshalb lieben wir dich. Sagst du uns, wer deine Superhelden sind? Meine Eltern. Naja, gut. Ich. Natürlich meine Eltern. Also... Ob wenn, ne, alkoholisierter Vater, also ich würde jetzt normalerweise meine Eltern jetzt nicht aufführen. Aber ich ist eben halb, ne, bin nun mal kein Egoist. Meine Eltern sind meine größten Helden. Die freuen sich bestimmt, das zu hören. Kannst du uns einen Hinweis geben, wie du deine Superkräfte entdeckt hast? Nein. Okay, hast du irgendwelche letzten Worte für dein Publikum? Be nice. Seid lieb und kämpft immer für das gute Team. Danke, dass du unser Held bist, Captain Spirit. Und jetzt zurück zu den Weird Nachrichten. Obwohl, trägt so ein 10-Jähriger schon noch solche Socken? Ich weiß es nicht. Das ist... Ich kann Mantroid nicht bekämpfen, bis mein Kostüm fertig ist. Zähne putzen, waschen, alles keine Frage. Wenn ich mich wohl rasieren kann, dauert nicht mal lang. Rasieren sich Superhelden? Ja klar, sogar den ganzen Körper. Das sieht man doch bei Superman. Ich kann nicht glauben, dass Papa mir erlaubt hat, diese Sticker hier hinzukleben. Vielleicht mag er sie auch. Ich kriege nie genug von Hot Dog Man. Nie.
Der heldenhafte Hotdog Man. Allein und vergessen ist das. Das Ende von Hotdog Man. Ozu Comics. Man. Mann, ich liebe diese Ausgabe. Hup. Wish I could draw like this. Ich wünschte, ich könnte so zeichnen. Nein, nicht er. Ich werde dich zerquetschen wie eine Erdnuss. Es ist vorbei, warte, du bist also auch Senf. Ich mag Senf. Ich werde dich alle machen. Okay. Na dann, ein Werbecomic für Senf offensichtlich. No diving today, kein Tauchen Nemo. Heute, Nemo. Na, er hat ja auch schon seinen Superheldenhelm an, ne? So ist das alles schwudelig hier. Wir hatten da oben noch ein Zimmer. Hier ist aber anscheinend nichts. Irgendwo muss ja die Waschmaschine sein, ne? Eigentlich halt. Ein Lichtschalter. Okay. Aha. Ew. Geht, diese Sachen riechen sogar dreckig. Now you will learn your lesson. Jetzt lernst du deine Lektion und bleib sauber. I could help Dad do laundry. Papa mit meiner Geistmagie bei der Wäsche helfen. Oh, for the three. Papa hat ein Geheimnis. Das ist doch okay. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Kleine und große. So. Ich könnte Papa mit meiner Geistmagie bei der Wäsche helfen. Hoffentlich habe ich die richtige eingestellt. Okay, dann hat er es vielleicht besser nicht gemacht, wenn er sich nicht sicher ist. Papa will noch keinen Weihnachtsschmuck aufhängen. Das erinnert ihn an Mama. Ja, das kann ich verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Come on. Komm schon, hab keine Angst. Go in there and turn Geh da rein und stell die Therme wieder an. Zieh erst deinen magischen Umhang an. Weißt du, sie sollen zurück zu seinem Zimmer. Oh, that's nice, Chris. Ah, das ist gut, Chris. Du bist besser als deine Putze, als eine Putze. Zeit für eine Gehaltserhöhung. So. Tragen wir mal den Spirit-Umhang. Ich kann die Energie spüren, die in mir fließt. Ich habe die Kraft. My suit is almost ready. Mein Kostüm ist fast fertig. Ich brauche nur noch. Was? Ich brauche nur noch Farbe? Hat er wirklich gerade gesagt, ich brauche nur noch Farbe? Here comes the shark. Hier kommt der Haistachel. Ja, ich will jetzt hier nicht spielen. It'd be cool to shoot. Wäre toll, like wenn that. Ich so werfen könnte wie Papa. That took away Papa my firecrackers, meine Knalle weggenommen, als ich letztes Jahr die Mülltonne in die Luft sprengte. Hm. Oh, wie schade. Wo er sie wohl versteckt hat. This isn't greedy. Das ist nicht gierig oder Weihnachtsmann. Plus, außerdem wird es Papa gefallen, dass ich zum Basketballtraining will. Lieber Weihnachtsmann, ich denke, ich war dieses Jahr lieb. Hier ist meine Liste für Weihnachten. Erstens, Hot Dog Adventure, Playbox. Zweitens, Playbox Konsole, schwarz. Drittens, Zeichenpapierstifte, farbig. Viertens, durchgestrichen. Nochmal viertens, Basketballunterricht.
Mit freundlichen Grüßen, Chris. Wenigstens beschützt der Waldkrieger mich vor dem Schneegeist. Welche Art von Wicker würde das... Was? Keine Ahnung. Würde das wohl sein? Ralf der Wikinger. Ich dachte, das wäre Barbaren, Dave. Baba sagte vor einem Monat, er repariert das. Klar. Nur meine Gehirnwellen können den Monitor aktivieren. Das war eine tolle Feier in der Pizza Arcade. Hoffentlich wird sie nächstes Jahr auch cool. Pizza Arcade, bester Spieler des Tages, Chris, Bestenliste, Chris, 43, Hale, 21, Sheila, 20, Justin, 13, Stan, 11, Kyle, 5. Hatten wir eigentlich fast alles gesehen, ne? Wir haben jetzt den Umhang, das heißt, wir durften jetzt eigentlich den noch fehlenden Raum betreten dürfen. Aber ich würde sagen, ich sehe gerade auf die Uhr, das machen wir erst morgen in der nächsten Folge von The Awesome Adventures of Captain Spirit. Bis morgen, tschüss.